Harte Strafe für einen US-Studenten. Der oberste Gerichtshof Nordkoreas hat den US-Amerikaner Otto Frederick Wambier zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Das berichtet eine chinesische Nachrichtenagentur. Laut nordkoreanischen Staatsmedien soll Wambier ein Banner mit einer politischen Botschaft aus einem Hotel in der Hauptstadt Pyongyang entwendet haben. Zu den Vorwürfen äußerte sich Wambier auf einer Pressekonferenz im Februar. Die schlechteste Entscheidung in meinem Leben, aber ich bin auch nur ein Mensch. Wambier war nordkoreanischen Angaben zufolge mit einem Touristenvisum eingereist. Der Student habe, Zitat, unter der Anleitung der US-Regierung gehandelt. In Nordkorea wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Ausländer festgenommen, verurteilt und nach Gegenleistungen ausländischer Regierungen wieder freigelassen.